Ich bin gerade in Hannover und ich warte auf einen Flixbus. Ich werde gleich mit dem Flixbus nach Turin hinfahren. Es wird gleich eine 20-Stunden-Busfahrt sein. Ich werde mich darauf nicht freuen, aber Italien muss von mir verpennt werden. Deswegen werde ich gleich Bus fahren. Dahin. Ich bin in Mailand angekommen. Das ist meine Umsteigehaltestelle. Ich muss jetzt 2 Stunden warten, bis mein nächster Bus bis nach Turin hinfährt. Guck mal, das hier, das sind mailändische Motorräder. Und das hier, das sind mailändische Straßen. Guck mal, das hier, das ist eine mailändische Schule oder weiß ich auch nicht, was das sein soll. Und da laufe ich jetzt einmal rein. I don't speak Italian. No. School, where's the school? Oh, okay. I'm going go. Ich wurde gerade aus einer italienischen Schule rausgeschmissen. So, ich bin gerade in Turin angekommen und ich werde jetzt erstmal einen Supermarkt suchen und danach meinen Schlafplatz. Das ist eine italienische Skulptur. Die schweben hier rum. Guck mal hier. Hier vorne ist ein Hochhaus und das hier, das ist Busch. Und das geht hier komplett lang. Aber hier unten ist ein riesiger Loch mit Gitter. Und ich habe mir jetzt ganz spontan überlegt, hier auf dieses Gitter hier zu pennen. Dass ich genau da vorne meinen Schlafplatz aufbaue. Ich bin gespannt, wie die Nacht heute wird. Ich bin sehr gespannt drauf. Guten Morgen, ich bin wach. Ich habe hier gepennt. Und hier sind überall Störgeräusche, die ganze Nacht über. Ey, gerade dieses Klingeln. Und da hinten, diese ganzen Hunde. Es war richtig scheiße gewesen, hier heute zu schlafen. Und da guck mal, da ganz hinten, diese Hunde. Ich hatte da vorhin gesehen, wie 2 Hunde sich zerfleischt haben. Gehört, meine ich jetzt. Und Krankenwagen-Sirenen habe ich ja auch noch gehört und so weiter. Und heute Morgen wurde ich von 2 italienischen Menschen überrascht. Ihre Köpfe haben mich da beobachtet. Aber dann sind die weitergegangen, wo die gesehen haben, dass ich wach war. Und hier unten. Hier sind auch überall Geräusche. Voll die Scheiß-Location. So, ich zeige euch meine Penn-Location, wo ich heute geschlafen habe. Und zwar, das hier, das ist Park. Da hinten sind Häuser. Hier vorne ist ein Vollfett-Hochhaus. Und hier vorne ist ein Gebüsch. Und genau hier kann man ein Gebüsch rein. Und hier ist Gitter. Und da unten, das ist, glaube ich, ein Parkhaus oder so. Und die haben mich die ganze Nacht genervt, da sind immer wieder Geräusche hochgekommen. Und da drüben habe ich meinen Schlafplatz aufgebaut. Also gut, eigentlich hatte ich meinen Tarp so aufgespannt gehabt, dass ich da Platz habe. Aber das hat sich über Nacht gelöst, sodass ich die ganze Zeit diesen Tarp mir jedes Mal gegen mein Gesicht geklatscht hat. Das hat die ganze Zeit richtig genervt. Und genau, hier unten drunter habe ich gepennt. So, die Sachen sind gepackt und ich laufe jetzt zur Busstation zurück. Und das Wetter ist heute hier voll cool. Hier sind überall italienische Menschen, das ist cool. Weil ich noch ein bisschen Zeit habe, sitze ich gerade auf einer italienischen Toilette. Und so sieht italienisches Toilettenpapier aus. Der hat viel mehr Fett dran und der sieht hier so glatt aus und so. Das ist voll cool. Ich habe gerade die Cafeteria-Toilette zugeschissen. Und mein Bus, der verspätet sich so ein bisschen. Und ich habe mir einen Kaffee gekauft. Ich glaube, Kaffee heißt hier Espresso. Und genau deswegen werde ich den hier jetzt saufen. Diesen Espresso habe ich in der Cafeteria gekauft, die ich zugeschissen habe gerade. Als Entschädigung. Weil da bestimmt ganz viel Bierschissgeruch da drin ist. Die jetzt andere Leute belästigen tun, die auch da reingehen. Das habe ich absichtlich so gemacht. So, mein Flixbus ist angekommen. Ich werde jetzt Bus fahren.
So, ich bin gerade in Aosta angekommen und ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich werde erstmal einen Supermarkt suchen gehen. Guck mal, hier vorne ist ein kleiner Supermarkt. Ich werde da jetzt einmal kurz einkaufen gehen. So, ich habe gerade eingepackt. Mein Rucksack, der ist voll schwer. Ich werde gleich erstmal eine Bank suchen gehen. Ich habe gerade einen Sitzplatz gefunden. Der ist richtig gechillt hier. Und hier gibt es sogar italienische, wie heißt es, Gänseblümchen heißen die, genau. Die sind richtig geil. Und die Sonne scheint. Und darauf werde ich jetzt einen italienischen Erdbeermilch saufen. Mit der Hoffnung, dass ich Gehirnfrost bekomme, weil das kommt aus dem Kühlschrank. Das schmeckt voll cool, aber es ist nicht cool genug, um Gehirnfrost zu bekommen. Guck mal, hier vorne ist ein Kopf. Köpfe sind richtig geil. Hier vorne ist noch ein Kopf. Köpfe sind immer noch richtig geil. Guck mal, hier vorne ist ein italienischer Lift. Italienische Lifts sind cool. Scheiße. Mein Wein ist hier aufgegangen. Mein ganzer Rucksack ist hier alles vollkommen durchnässt. Bin ich gezwungen, diesen Wein hier auszutrinken. Mein Gehirn ist so klein, dass wenn ich nicken tue, dass ich dann eine Gehirnerschütterung bekomme, weil da zu viel Hohlraum zwischen ist. Ja, das ist wirklich wahr. Guck mal hier. Hier vorne ist Fluss. Guck mal, was hier drauf steht. Sogar in Deutsch. Achtung, Gefahr. Möglichkeit plötzlicher Flutwellen auch zur Folge von Betätigung der Staudammschütze. Das erinnert mich an Portugal, wo wir plötzlich von der Flutwelle erfasst worden sind und uns auf der Insel retten mussten. Prüft, ob das heute Nacht auch passiert, wenn ich hier irgendwo am Fluss schlafe. Weil ich bin ein richtiger Gehirnabfall. So, ich muss hier irgendwie über den Fluss rüberkommen. Vielleicht nehme ich mir diese Holzbalken zur Hilfe und pack das dahin, damit ich da rüberkomme. So, ich werde jetzt versuchen, hier rüberzukommen mit meinem Vollfettrucksack. So, ich bin jetzt gerade hier unter dieser Brücke und vielleicht finde ich hier einen Schlafplatz. Ich glaube, ich werde da drüben mein Lager aufbauen. Aber ich muss hier über den Fluss, schon wieder über den Fluss rüber, damit ich da hinkomme. Ich glaube, genau das mache ich jetzt. Oh, guck mal hier. Ich habe 5 Euro gefunden. Das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich das letzte Mal Geld gefunden habe. Jetzt kann ich mir davon morgen eine Pizza holen oder so. Das ist geil. Das gefällt mir schon mal. So, ich bin jetzt hier in dieser Stelle angekommen, was voraussichtlich mein Schlafplatz sein wird. Und das sieht so aus, als ob hier schon bereits ein Obdachloser gehaust hat. Weil guck mal hier. Hier vorne liegen ganz viele Sachen. Hier Klamotten, Pappe, Schuhe, noch mehr Klamotten, eine Decke und was ist das? Ja, da steht Diazepam drauf. Ich glaube zu wissen, dass Diazepam so ein Schmerzmittel für Heroinabhängige wäre. Aber also genau, ganz genau weiß ich das nicht. Aber habe ich mal irgendwo gehört. Aber hier vorne sind ganz viele leere Bierdosen. Aber die haben alle gar keinen Pfand. Hier vorne liegt ein Zelt abgebaut. Und ich habe da drüben noch was gesehen. Und zwar, guck mal hier. Hier vorne liegt eine Vollfettmatratze und hier vorne liegt noch ein Zelt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese ganzen Sachen früher sonst hier gelagen haben und dass der sich hier das so gemütlich gemacht hat. Ich gucke noch so ein bisschen rum. Ich glaube, ich werde den Platz doch wechseln. Das sah für mich so aus wie ein Gitter, was verschlossen ist. Aber da hingen überall Klamotten und irgendwelche Decken rum. Das sah für mich so aus wie so ein kleines Obdachlosencamp. Deswegen, ich werde Folgendes machen. Ich werde über den Fluss wieder rüber. Und da hinterm Fluss, da habe ich so eine kleine Stelle gesehen. Und ich glaube, dort werde ich dann meinen Tarp aufspannen und dort pennen. Und Scheiße. Meine zweite Tetrapack ist auch kaputt gegangen. Der ist nicht mehr dicht. Da tropft was runter. Das hat schon wieder meine Tasche hier alles durchnässt und sowas. So richtig versifft. Das hat bei mir schon wieder alles auf dem Bein getropft. Das ist richtig scheiße. So, ich habe genau hier meinen Schlafplatz aufgebaut. Genau hier drunter, hier werde ich heute pennen.